Was ist hier im Weg? Bäume, ne? Jetzt nicht mehr. So, benötigte Mitarbeiter. Gott sei Dank, wir brauchen wieder Mitarbeiter. So, wir stellen jetzt an dieser Stelle noch einen Inspektorenturm hin. Nur sicherheitshalber, ich habe keinen Bock, dass die alle abfackeln hier. Oder zusammenbrechen, ich brauche die Leute. Und das Zeug. Sieht schon mal ganz gut aus soweit. Wir haben den Handel mit Xiang eröffnet. Die wollen Keramik, Hanf, Holz und geschnitzte Jade. Hanf sind wir gerade dabei, das zu produzieren. Wir könnten noch eine Hanffarm fertig machen. Aber dafür brauche ich jetzt größere Leute. Das heißt, die wollen mehr Essen haben, besseres Essen. Das werdet ihr bekommen. Wir werden auch hier einstellen, dass unser Gewerbe in der Landwirtschaft die höchste Priorität hat. So, macht hin. Also was mit Essen zu tun hat, muss definitiv hochgehen. Sie sammelt jetzt die ganze Zeit Fisch ein. Und wenn wir erstmal Weizen und Fisch haben, dann ist alles gut. Dann wird es euch richtig gut ergehen. Wir könnten auch einfach weitere Häuschen hinstellen. Auch wenn die nicht im Chi sind. Feuer in der Stadt. Oh nein, das ist das, wovor ich Angst hatte. Okay, ich brauche meine Inspektorentürme. Gut, das Lagerhaus ist weg. Alles, was ich getan habe, war umsonst. Die ganzen Bronzevorkommen sind alle weg. Ich hasse es. Und ich habe mich doch schon darum gekümmert, dass das überall steht und trotzdem verpasst. Alles verpasst. Genau, löscht den letzten Rest. So, ein neues Lagerhaus muss hin. Das nimmt bitte wieder nur Hanf an und Bronze. Alles andere bitte verweigern. Zumindest fürs Erste, so lange bis ich dann ein weiteres Lagerhaus baue. Ach, Bronzewaren gibt es auch. Oh, warte mal, Bronzewaren. Hat er gesagt, dass er Bronzewaren haben möchte in der Hauptstadt oder dass er Bronze haben möchte? Ich glaube, das wäre noch interessant in Erfahrung zu bringen. Bla bla bla. Zu kunstvollen Zeremonialgefäßen verarbeiten werden können. In der Hauptstadt sagen so dringend benötigt werden. Oh, tatsächlich. Ich muss die Bronze verarbeiten. Ah. Holzsammelstelle, Jadeschnitzerwerkstatt, Bronzewarenbetrieb. Okay, dann stellen wir die noch mit hin. Und dann nehmt ihr keine Bronze an, sondern Bronzewaren. Siehste, gut, dass das abgefackelt ist. So konnte ich mir wenigstens nochmal Gedanken darüber machen. Hättet ihr damit gerechnet? Ich nicht. So, jetzt bekommen wir auch wieder mehr Arbeitskräfte. 50 Arbeitskräfte brauchen wir mittlerweile. Das heißt, die müssen sich jetzt echt ranhalten. Die Leute, dass die in die Stadt ziehen. Sonst sehen wir bald alt aus. So, 45 Arbeitskräfte brauchen wir immer noch. Kommt her, beeilt euch. Eilt euch, kleine Hobbits. Da, das Essen wurde auch schon verteilt, Gott sei Dank. Ihr habt auch noch genügend Essen da, ne? 630 Nahrung, also Fisch ist definitiv genug da. Und wenn jetzt die beiden Weizenfarmen abgeerntet werden, dann haben wir auch genügend Zeug, um die Leute wunderbar mit einfacher Nahrung zu versorgen. So, jetzt ernten sie ab. Super. Die Leute wachsen. Ihr wollt noch Zugang zu einem Ahnenschrein. Den habt ihr jetzt. Die gute Dame vom Ahnenschrein läuft jetzt hier lang. Dann wollt ihr eine attraktivere Gegend. Sollt ihr bekommen. Dann sollten wir auch so langsam damit anfangen, Waren zu produzieren, die wir verkaufen können. Ja, und wenn ihr erstmal die einfache Nahrung habt, dann wollt ihr Hanf haben.
Und Hanf sieht im Moment schlecht aus. Da müssen wir erstmal mit der Farm hier fertig werden. So, der Weizen wird eingelagert. Dann werden wir dem Markt befehlen, einfache Nahrung zu produzieren. Xiang fordert Bronzewaren. Bronzewarengefäße 7 Monate Zeit zur Erfüllung. Ja, dafür muss ich erstmal Bronze produzieren. Sieht gerade schlecht aus. Gelagerte Bronze 1. Ich glaube, das reicht nicht. Da brauche ich mehr. Und ich soll bloß einmal Bronzewaren innerhalb von 7 Monaten herstellen. Das müsste klappen. Das müsste funktionieren. So, Pippi, was ist los? Warum läufst du nicht los und holst einfache Nahrung? Weil die andere noch drin ist, ne? Du hast ja jetzt die Möglichkeit, Weizen und Fisch zu holen. Beides werden wir jetzt erstmal auf 16 bringen. Bevölkerungszahl 500 erreicht. Wir haben 36 Arbeiter immer noch nötig, trotzdem wir weitere Häuser gebaut haben. Und da läuft sie. Sie holt jetzt die einfache Nahrung vom Silo ab. Xiang fordert Bronzewaren. Was ist los mit Ihnen, Bisuzimt? Haben Sie etwa den Verstand eines Yak? Vielleicht haben Sie nicht verstanden, dass ich Ihnen hier keine Wahl lasse. Ich verlange hiermit, dass Sie 4 Bronzewarengefäße zu mir nach Xiang schicken. Schicken Sie mir die Waren innerhalb von 6 Monaten, damit ich Ihr elendes Gesicht vergessen kann. Oh, wie nett. Er ist ja ein totales Schätzchen, wa? Guck mal, die haben jetzt 2 Ladungen Bronzewaren, aber produzieren nicht. Wie viel müssen die denn gelagert haben? Fehlt es an Personal. Die Arbeiter klagen über die Bedingungen und die Bronzewarenherstellung läuft langsamer. Ja, langsamer ist okay, aber gar nicht. Au, die brauchen Ton. Sicher jetzt erst. Wer hat denn damit gerechnet? Ja, verdammt. Okay, 30 Arbeiter nötig. 58 Arbeiter nötig, ja, so schnell kann es gehen. Aber wir werden ja hoffentlich gleich mehr Arbeiter bekommen. Wenn wir erstmal das Essen der Qualitätsstufe einfach haben, dann müsste es aufwärts gehen. So, noch 50 Arbeiter nötig. Ach, verdammt. Er will mein elendes Gesicht vergessen. Er kann vergessen, dass ich ihm das verzeihe, dass er das gesagt hat. Was? Fisch steigen? Bisuzimt, sieht fest in Banpo. Sie dreiköpfiger Hund. Schicken Sie mir innerhalb von 4 Monaten 4 Fischsteigen für mein Fest in Banpo zu Ehren von Nuwar. Ich, Pang Tong, habe gesprochen. Ja, da hast du. Also das mit dem Fisch ist das geringste Problem. Gesundheit ist fast perfekt und steigert sich. Ja, dadurch, dass wir jetzt auch das bessere Essen verteilen können, wird es den Leuten an nichts mangeln. Jetzt wollen sie Hanf haben. Da werden wir jetzt einen Hanfladen fertig machen. Und sobald die Hanf bekommen, werden sie wieder weiter wachsen. Ist alles wieder gut. Dann können die demnächst wieder anfangen, das ganze Zeug hier rüberzubringen. Da ist sogar noch Hanf gelagert. Wie viel? 2 Ladungen. Ja, das reicht. Dann ist das Lagerhaus auch voll. So, aber ihr habt keine Arbeitskräfte und das macht mir Sorgen. Es könnte passieren, dass wir es nicht schaffen, innerhalb von 7 Monaten alles fertig zu machen. Wenn nicht so schnell wie möglich Arbeitskräfte kommen. Dann kommt der Kaiser und tötet uns. Ach, hätte ich doch vorher an den Ton gedacht. Erst mache ich den Fehler mit den bronzewaren Gefäßen. Jetzt mache ich den Fehler mit dem ollen Ton. Das ist nicht gut. So, jetzt kriegen die Leute Hanf, immerhin. Man nennt sie den größten Herrscher aller Zeiten. Ja, das bin ich.
So ist gut. Die Leute sind also sehr, sehr groß geworden und wollen jetzt die Ware appetitanregend. Die Nahrung appetitanregend. 19 Leute haben Platz in den neuen Häuschen. Das heißt, wir haben genügend Leute, die dann in der Stadt wohnen und für uns arbeiten können. Banpo schätzt sie mehr. Ich, Pangtong von Banpo, bin von ihnen mehr angetan als bisher, da sie meine Forderung nach 4 Fischsteigen für mein großes Fest zu Ehren von Nova erfüllt haben. Tja, so bin ich. Ich könnte mich auch wieder um Helgen kümmern. Ich könnte mich auch um Keramikwaren kümmern. Die wollen ja eine attraktivere Gegend und wahrscheinlich auch Keramikwaren haben und natürlich auch die appetitanregende Nahrung. Aber die werden wir ihnen nicht zukommen lassen. Nicht aktuell. Ich habe jetzt gerade wichtigere Sorgen. Ich muss jetzt erstmal das Zeug hier herstellen und zwar so schnell wie möglich. Wir haben eigentlich genügend eingelagert, aber zu wenig Mitarbeiter. Gut, dass jetzt Mitarbeiter kommen und versuchen, unsere Häuser zu füllen und für uns zu arbeiten. Ich bin am Überlegen, erstmal andere Dinge abzureißen, aber die kommen ja jetzt. Brauche ich ja nichts abreißen. Arbeitskräfte nötig. 47 nötig. Es ist fast wie so ein Countdown, der runterläuft. Frohes neues Jahr. 38 noch nötig. Jetzt sind schon mal 8 von 12 Arbeitskräfte drin. Noch 29 nötig. Ja, 9. Sehr schön. Damit geht auch die Produktion wieder schneller. Gerade mal 253 Beschäftigte. Das ist viel zu wenig. Guckt es euch an. Wir haben 628 Leute in der Stadt und davon arbeitet ein Drittel. Das ist krass. Das ist echt krass. Aber wir haben eben auch sehr viele Alte, sehr viele Kinder, können alle nicht arbeiten, sind alle doof. So, jetzt haben wir wenigstens wieder Arbeitslose. Das bedeutet, die hier produzieren jetzt auf 100%. Dieser Bronzewarenbetrieb hat eine volle Belegschaft an Arbeitern, die schnell und gute Waren herstellen. Ja, ich hoffe so schnell, dass wir das andere hinbekommen. Frohes neues Jahr. Er wird ja nochmal Bescheid sagen. Einen Monat bevor es abläuft, hoffentlich können wir bis dahin dann auch die letzten Bronzewarengefäße fertig machen. Komm schon, pack die ins Lagerhaus. Ihr seid doch fast fertig. So, ach ja, und ich sollte eigentlich für Geld sorgen. Das heißt, wir bauen jetzt erst einmal, Regierung ist da, ein Verwaltungszentrum. Das ist nirgendwo im Chi. Da wäre es im Chi. Aber dann müsste ich eben einen weiteren Wachposten mit hinbauen. Nomadenlager entdeckt. Grüße, Bisu Zimt. Forschungsreisende sind aus dem Ausland zurückgekehrt. Xiang fordert Bronzewaren. Ich verfluche sie, Bisu Zimt. Sie nah mit dem Gehirn eines Yak. Sie haben die 4 Bronzewarengefäße nicht an meine Stadt Xiang geschickt, wie ich verlangt habe. Sie werden bald lernen, dass es ein Fehler ist, mich, Dovan, groß und mächtig zu ignorieren. Wenn sie die Waren jetzt schicken, werde ich sie nur für langsam halten. Nicht für schwer von Begriff. Ausländischer Abgesandter trifft ein. Aus Xiang bittet um Erlaubnis, ihre Stadt betreten zu dürfen. Erlauben? Grüße, Bisu Zimt. Ich, Duwan von Xiang, möchte Ihnen 949 Geldeinheiten als bescheidenes Geschenk schicken. Dankeschön. Nehme ich gerne an. Jetzt bin ich aber verwirrt. Jetzt ist sehr viel auf einmal gewesen. Lasst mich erstmal eine Sache zu Ende machen. Ich muss jetzt erstmal für Steuern sorgen. Ein Steuerbüro. Stelle ich hier jetzt irgendwo mit hin. Das soll in der Stadt stehen. Oh, ihr seid so fies. Kommt da mit hin. So, das finden die wahrscheinlich total toll. Aber um dieses Steuerbüro auch nutzen zu können, müssen wir Holz sammeln. Denn ohne Holz funktioniert es nicht. Also, Rohmaterial, Holzsammelstelle. Wir haben hier drüben Holz, ne? Ja, dann könnte ich die auch hier mit hinstellen. Dann haben die das ja einfacher, müssen ja nicht so weit laufen. So, dann baue ich für die anderen hier noch Gärten hin. Dann habt ihr eine attraktivere Wohngegend. Khufu wurde entdeckt. Sehr schön.
Also so viele Dinge, die entdeckt werden, so viele Dinge, die toll sind. Inspektorenturm baue ich auch noch mit hin. Dass die einen eigenen Inspektorenturm haben. Die Gesundheit verschlechtert sich. Okay. Was ist mit euch los? Attraktivität geht runter. Wahrscheinlich wegen dem Steuereintreiber. Oder wegen der Holzsammelstelle. Das kann natürlich auch sein. So, schöner großer Garten für alle. Jetzt haben wir noch 17 Arbeitslose. Trotzdem wir so viele Leute reingeholt haben in die Stadt und so viel produzieren, haben wir noch 17 Arbeitslose. So, und ich kann die Forderung abschicken. Jetzt losschicken. Gott sei Dank. So, und dann können wir uns um den Rest erstmal Gedanken machen. Das heißt, wir machen eine Handelsroute nach Khufu oder Bo. Die stehen uns gleichgültig gegenüber. Klicken Sie, um weitere Informationen über die Einstellung der Stadt zu bekommen. Dieser Rivale hegt Ihnen gegenüber recht lauwarme Gefühle. Sie können Dinge von ihm verlangen. Und wenn Ihr Militär stärker ist als seins, wird er sich fügen. In der Geschichte dieser Stadt finden Sie weitere Informationen. Okay, er wird sich nicht fügen. Er hat nämlich keinen Bock dazu, kann man so sagen. Wir könnten uns mit Bo verbünden oder aber mit Khufu, aber dafür müssten wir erstmal Hallo sagen. Ich will der Stadt kein Geschenk machen, ich werde erstmal einfach bloß so den Handel eröffnen, falls es funktioniert. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Und wir brauchen weitere Tongruben. So, Gesundheit der Stadt verschlechtert sich. Und wir brauchen benötigte Mitarbeiter, ja, ist klar. Dann reiße ich erstmal eine Tongrube wieder ab und baue erstmal unsere Töpferwaren hin. Werkstätten. Ach so, es gibt keine Töpferwaren. Ja, dann können die Tongruben auch wieder weg. Denn hat das keinen Sinn. Rohmaterial, es gibt Holzsammelstellen. Jadeschnitzerwerkstatt, das ist doch schon mal gut. Aber ich kann keine eigene Jade abbauen, das ist schlecht. Das heißt, wir gehen einmal auf die Weltkarte gucken, wer uns Jade liefern kann. Eigentlich, ja, gut, ich sehe nicht viel. Dazu müssten wir erstmal Handelsbeziehungen aufbauen. Okay, Hanf haben wir noch genug. Die Leute hier sind alle zufrieden. Brauchen bloß noch die bessere Qualitätsstufe im Essen. Hier kriegen wir jetzt erstmal Steuereinnahmen. Das hilft uns einigermaßen über Wasser zu halten.